Okay, ich glaube, der Titel von dem Podcast widerspiegelt so ein bisschen meine Emotionen zu dem Thema, von den kommenden Minuten, die wir mit dir teilen möchten. In den letzten Wochen bin ich beim Durchsliden von Stories in Instagram und Co. super oft auf Stories gestossen, die leider meist von Frauen sind und uns eigentlich darstellen wollen, wie wir möglichst schnell zu dieser perfekten Beach- oder eben Bodyfigur kommen. Wie wir innerhalb weniger Wochen zu unserer Traumfigur kommen, ganz ohne Verzicht. Wenn ich das so in mein Mic rede, werde ich gerade wieder verrückt. Das macht mich gleichzeitig aber auch traurig. Und mit meinem Erfahrungswert kann ich sicherlich an guten Tagen auch ein bisschen darüber lachen. Es ist aber ein enormes Problem. Wie wir tagtäglich auf irgendeinem Weg oder Kanal eingerichtet bekommen, dass wir nicht genug gut sind. Unser Körperstand heute kein Beach- oder Bodybody ist. Und ich mich echt frage, wie unglaublich falsch das alles ist. Es macht uns krank, es plagt, es belastet und es gibt uns ein falsches Körperbild, das einfach wirklich weder realistisch noch gesund ist. Gut, es ist jetzt draussen und ich will, dass du, genau du, der da gerade zulässt, dir bewusst bist, dass du gut bist, so wie du bist. Dass dein Körper wunderschön ist. Dich Tag für Tag durchs Leben und deine Passionen trägt und ganz wichtig, dass dein Körper so wie er ist, ein Beachbody ist. Wir einfach endlich mit anfangen lernen, dass das, was wir sehen in diesen Medien, Werbungen, Magazinen und Co. nicht echt ist. Dass Photoshop, Posing und Licht einen heftigen Einfluss hat auf die Erscheinung. Und weil mich das Thema schon lange beschäftigt und ich den Podcast nicht nur mit Wut und Verrücktsein fühlen, sondern vielmehr mit Fakten und Mut, habe ich mit zwei Frauen aus dem Fach reden. Schon sehr oft, unglaublich berührt und beeindruckt, bin ich von der Ronja Schifton. Sie hat schon in manchen Podcasts geredet und ist auch auf Social Media stetig am wichtigen Arbeit leisten. Ronja hat ihren Master in Psychologie gemacht mit dem Schwerpunkt Medien, Arbeits- und Organisationspsychologie und einem Fokus auf die Gesundheitspsychologie mit der Fachvertiefung von der Ernährungspsychologie. Von Ronja wollte ich darum mehr zum Ursprung wissen, warum wir Menschen und vor allem Frauen so affin auf das Thema sind. Und warum unser weiblicher Körper so eine massive Geldmaschine ist, die uns als Individuum aber auch alles andere als gut tut. Los, gerade gern selber in das Gespräch und ja, ich hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen. Liebe Ronja, wenn ich dir davon erzählt habe, ist der Podcast so ein bisschen gewidmet von dieser Flut von Social Media, die mich so ein bisschen beeinflusst hat in den letzten paar Wochen. Vielleicht auch gerade, weil wir in dem Thema drin sind schon, dass wir wieder mehr im Bikini unterwegs ist und die Sonne scheint und die Höschen kürzer werden und es einfach warm ist und man auch wegen dem ein bisschen weniger anhat. Und du befasst dich ja schon mega lang mit dem Thema Achtsamkeit, mit der Körperwahrnehmung, mit den Emotionsregulationen, aber auch mit der Psychologie hinter der Gesundheit in Kombination mit den Medien, was mega spannend ist. Und ich würde zum Start euch wie auch mal fragen, wie das kann sein, weißt du, von deiner Sicht her, dass die Medien so eine heftige Macht haben oder einfach allgemein Kommunikation, die da außen herrscht, dass unser weiblicher Körper in so einer Maschinerie drin ist, wo so viel Geld produziert wird, für etwas, wo uns wie dargestellt wird, dass es nicht genug gut ist und uns eigentlich mega fest schadet und im Endeffekt auch gar nichts bringt. Also es sind ja viele Sachen, die verkauft werden, gerade jetzt so über die Stories, wo wahrscheinlich recht sinnlos sind. Also ich finde es übrigens mega schön. Also ich freue mich mega, da Teil davon zu sein und auch einfach die Frage ein bisschen zu beleuchten. Und ich finde es auch super, nehmen wir euch ein Thema an, weil es einfach wirklich eins ist, wo ich finde es extrem wichtig. Also nicht nur, weil ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, sondern auch, wie wir uns alle damit beschäftigen, wie es uns alle angeht. Wir haben alle einen Körper. Und sobald der Körper auf eine Gesellschaft trifft, sage ich mal, wird er einfach diskutiert oder wird er bewertet und wird er irgendwo eingeordnet. Und das ist das, was wir halt alltäglich erleben. Also die Frage ist eben, das eine ist die ganze Industrie. Ich würde es mega gerne auseinandernehmen, deine Frage, wenn ich darf. Für mich sind sie zwei Teile. Das eine ist, dass per se in unserer Gesellschaft die Meinung ist, wir können über Körper urteilen. Also wir nehmen schon seit jeher übrigens, das ist nichts, wo Social Media gebunden ist, sondern das ist schon in den Antiken und so weiter, ist Körper und das Thema Erscheinungsbild Thema geworden. Also entweder weil der Körper eine gewisse Leistung muss erbringen oder weil der Körper eine gewisse Funktionalität, also zum Beispiel Gesundheit soll erbringen
Oder auch, weil er einem gewissen Erscheinungsbild, also einem Schönheitsideal soll entsprechen. Und das ist das, was schon seit Anbeginn der Zeit, würde ich mal sagen, also sobald Menschen aufeinander prallen und gerade ein bisschen mehr studieren müssen als über das nackte Überleben und ein bisschen mehr Auswahl haben, geht es um, wer gehört zu mir und über was definiere ich, wer zu mir gehört. Also so ein bisschen In-Group-Out-Group-Building. Also wie tut man da unsere Gesellschaft definieren, einteilen, wer gehört zu einer gehobeneren Schicht, sage ich mal, wer gehört zu einer tieferen sozioökonomischen Schicht. Das ist schon jeher auch über Themen wie Schönheit oder Schönheitsideal Aussehen definiert worden. Und das ist eigentlich das, wo fast ein bisschen Sozialphänomen ist, also wo wir halt sehen. Und auf den sozialen Medien sehen wir eigentlich genau das. Also wir sehen, über soziale Medien sehen wir, wie Körper bewertet werden, wie Körper gezeigt werden, wie der ganze Optimierungsgedanke hinter Körper zelebriert wird. Also du musst nur genug trainieren, nur genug irgendeine Diät halten, nur genug so und so. Und dann sollst du einem gewissen Schönheitsideal entsprechen und dann wirst du geliebt. Also das heisst, wir haben dort eine extreme so Vermischung zwischen einer emotionalen Ebene, also dass die emotionale Zugehörigkeit zu deinem Rudel, also quasi, wann gehöre ich zu meinem Rudel dazu und wann nicht, dass das ein Stück weit auch über ein Schönheitsideal vermeintlich passiert. Das ist aber nur vermeintlich, das ist nicht so. Aber das ist etwas, was wir erleben. Also das ist gerade, das erlebe ich zum Beispiel ganz oft in der Beratung, wenn ich zum Beispiel KlientInnen habe und es geht darum, dass sie zum Beispiel einen Veränderungswunsch mitbringen und sagen zum Beispiel, sie wollen eine Gewichtsreduktion erreichen. Das ist bei mir eh schon mal an falscher Stelle. Aber auch, das ist ganz oft, wenn man sich vor allem die Frage stellt, was ist denn anders? Ist ganz oft die Antwort, dann werde ich gesehen. Oder dann werde ich mehr gern gehabt. Also werde ich als attraktiver wahrgenommen. Dann bin ich zugehörig. Und das ist etwas, ja, wo wir in diesem Thema halt ganz stark sehen, oder? Wie ein gewisses Erscheinungsbild gelinkt wird mit einer sozialen Anerkennung und einer sozialen Zugehörigkeit. Und wir Menschen haben nicht mehr, es gibt fast keine größere Angst, als nicht mehr am Rudel dazugehören, weil wir Rudeltierli sind. Wir wollen unsere Zugehörigkeit. Und durch das kann das halt extrem bedrohend sein, wenn man nicht der Norm entspricht. Und Norm, Anführungsschlusszeichen, weil es ist eine Idealnorm. Es ist nicht eine Norm, die wirklich normal ist. Oder? Ein normaler Körper ist mega vielfältig. Normalität ist wahnsinnig divers. Aber so die Idealnorm. Das habe ich mega ausgeholt. Das ist ganz ein grosses Thema, wie du spürst. Aber das ist gerade das, was mich spontan, warum ist das grosses Thema in sozialen Medien sicher aufgeploppt. Und das andere, was du gesagt hast, das finde ich im Fall auch ganz wichtig, ist der ganze Markt dahinter. Weil du sagst, du hast gesagt Medien, aber eigentlich ist es der ganze Markt. Also Kosmetikindustrie, Lebensmittelindustrie und. Das sind riesige Märkte, wo Frauen oder weiblich gelesene Menschen als Target erkannt haben, dass die sehr viel Geld ausgeben, um zu dem Rudel dazugehören. Das vermeintliche Rudel. Und dem, wenn entsprechen, dieser Norm oder der Idealnorm entsprechen. Das heisst, quasi mach sie unsicher und sie geben Geld aus. Oder? Ist dort ein bisschen der kapitalistische Gedanke dahinter, salopp gesagt. Was ja eigentlich schon recht abgefuckt ist, auch, oder? Ja, also es ist per se, glaube ich, zu hinterfragen, wie Geld gemacht wird. Also, aber auf jeden Fall, also das ist aber auch geil. Marketingstrategie ist, du musst einen Bedarf wecken, um das Produkt absetzen. Oder Sales-Strategie in dem Moment. Das heisst, du musst jetzt zuerst mal schauen, dass der Bedarf da ist. Und wenn der Bedarf noch nicht da ist, dann musst du ihn halt schaffen. Also das heisst, das ist schon seit jeher ihr Werbungsziel. Also schon seit jeher ist ihr Werbungsziel, es unkomplett sein aufzeigen, damit man einen gewissen Wunsch weckt, oder? Also das ist zum Beispiel altmodische Zigarettenwerbung von Marlboro. Was hat sie verkauft? Freiheit. Also wenn ich mir jetzt da den Cowboy auf dem Ross vorstelle, der da durch die Prärie läuft oder reitet und dazu noch eine Zigarette raucht, dann wird nicht verkauft, hey, du musst rauchen, weil du hast den Wunsch nach Rauchen. Sondern verkauft wird, hey, du willst doch mehr in die Freiheit. Du willst doch pure
Kraft und Männlichkeit und. Also, das wird verkauft. Und das ist auch das, was gerade in der ganzen Diätindustrie und allem verkauft wird, ist Thema Schönheit, Attraktivität. Und Attraktivität hat mit Liebe und mit Zuneigung und mit Zugehörigkeit eben zu tun. Das wird eigentlich verkauft. Und ja, sicher ist abgefuckt, ja. Ja, definitiv. Und es macht für mich auch, jetzt wo du das so sagst, gerade alles noch viel mehr Sinn, oder? Warum gewisse Bereiche einfach nur für Frauen müssen generiert werden, oder weil es dann vielleicht die Liebe und die Zuneigung nicht zuerst müssen generieren, sondern die vielleicht einfach von Grund auf schon ein bisschen mehr vorhanden ist. Wie, ja. Also du beschreibst etwas Schönes, das, was du sagst, ist, jetzt sprichst du natürlich heterosexuelle Frauen an in diesem Kontext, aber was du beschreibst, hat gar nicht nur mit der Sexualität zu tun, sondern das, was du sagst, ist der Safe Space, oder? Also das heisst, dass ich mir eine Zugehörigkeit nicht über ein gewisses Normbild muss erkämpfen, sondern weil ich eine Zugehörigkeit per se einfach habe. Also weil ich einen sicheren Boden habe. Also das heisst, das ist auch übrigens etwas mega Wichtiges, dass wir an sozialen Interaktionen reflektieren, wie viel ist eben über das Erscheinungsbild definiert, oder? Irgendwie, wo passe ich mich eben an einem Modestil an? Wo passe ich mich an einem gewissen ja, Verhalten? Sei es aber auch eben Verhalten, zum Beispiel mit Diätverhalten oder einem gewissen Sportverhalten, wo mir vielleicht nicht gut tut oder was auch immer. Wo passe ich mich eben einfach an einem Rudel an? Weil es vermeintlich von mir verlangt wird, damit ich dazugehöre, oder? Und ich finde es halt auch immer schön, wenn man reflektiert, in was für einem Gruppengefüge bewege ich mich und tut mir das gut. Also auch die Frage, zum Beispiel, wenn man mal beobachtet, wie viele Familien oder wie viele Freundeskreise permanent eigentlich in so einem Diet-Talk drin sind. Also im Sinne von Diet-Talk wird beschrieben, hey, ich habe jetzt gerade diese Diätform und ich mache jetzt im Fall gerade dieses und ich mache jetzt im Fall gerade jenes und ich tue intermittierendes Fasten und bla 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 bla. Und permanent ist das scheinbar wie okay, über so etwas zu reden. Und auch rumzumäkeln an sich selber und zu sagen, oh nein, da meine Oberschenkel und dieses und jenes. Aber wenn man das vergleicht, wie viel Zeit wir teilen, dass wir uns gut finden und mal sagen, hey, ich find das mega toll an mir. Das ist sozial dann plötzlich mega unerwünscht, oder? Ja, Und und das das zeigt ist schräg, auch oder? so mega schräg, oder? Also wenn jemand kommt und sagt, hey, ich finde mich mega toll, ich finde, ich sehe ich so hot aus, dann ist das schon schräg. Wie krass ist das, oder? Wieso ist das schräg? Und wieso ist das andere, so der Negativ-Talk, völlig okay und akzeptiert? Das ist irgendwie schräg, oder? Mega, mega fest, ja. Ja, aber vielleicht auch, weil wir immer darauf aufgeklopft werden. Also die eine Werbung, die mich da so wirklich wütend gemacht hat, ist so ein bisschen gefüllt mit dem Satz, wie du schnellstmöglich zu deiner Beach- oder Bodyfigur kommst. Und wenn ich mich dann schon Oh, einmal sind Sie jetzt wirklich... Bikini, ja? Oder was ist es? Hey, sie hat Bikini gehabt und hat jetzt so gepostet. Und was ich eben auch noch schockierend finde, ist, sind die meisten, die so Werbungen machen, sind noch Frauen. Also sie unterstützen wie die Das ganze... Narrativ. Und wo ich mich dann wie halt einfach auch mega fest gefragt habe, was ist denn eine Bikini-Figur? Also weißt, entspricht der Bikini-Figur? Und das ist ja auch ganz viel, was im Unterbewusstsein stattfindet, wo ich dich auch mal noch fragen wollte, weißt, wie das kann sein, dass das so heftig in unseren Köpfen eingeprägt ist, wer oder was schön ist und warum das eigentlich so unglaublich verankert ist in unserer Gesellschaft, dass wir all dem Perfektionismus nachgehen wollen. Ja, das ist eine mega spannende Frage, weil eigentlich, also unsere Werte, Einstellungen und Körpernormen werden sozialisiert. Also sozialisiert heisst, wir lernen das über Gesellschaft. Das heisst, wir lernen das über ganz, ganz kleine Botschaften, schon im Detail. Das lernen schon ganz kleine Kinder, lernen zum Beispiel das schlanke Barbie ist ein lässiges Barbie und ein dickes Baby ist das grusige Baby. Also wirklich so Sachen lernen schon Kleinkinder. Kleinkinder lernen schon, dass sie gelobt werden für gewisses Verhalten oder für gewisse, oh, die schönen blonden Löckchen und. Also das heisst, unser Erscheinungsbild wird schon im kleinsten Kindesalter antrainiert, gewertet, aber eben auch zum sozialen Vergleich beizogen, oder? Also das heisst,
Um jemandem seinen Wert aufzuzeigen, werden kleine Kinder schon sehr schnell eben anhand von ihrem Erscheinungsbild eingesortiert. Du bist so eine Herzige. Oh, du kannst so schön. Oh, du machst das so. Und, aber immer auf Form von diesen Löckchen und dem Frisürchen und dem Kleidchen und diesen Lackschüli und so weiter. Das heisst, wir haben eine ganz starke Sozialisierung auf das Erscheinungsbild. Das sowieso schon mal. Nachher ist es halt so, dass wir das eben gesellschaftlich lernen. Wir fangen uns im Kindesalter, als Kindesalter anfangen, sehr stark vergleichen auch. Soziale Vergleich, das kann man sehr schön auch zeigen an kleinen Buben zum Beispiel, die ganz lang rosarot und Glitzer und Einhorn tragen bis im Kind. Also Kita und alles ist noch gar kein Problem, aber sobald sie im Kindesalter die soziale Vergleichsalter kommen, dann wird der soziale Vergleich relevanter, fangen sie an, sich plötzlich aneinander anzupassen und dann gibt es nur noch Paw Patrol und irgendeinen Traktor. Und das ist genau das, wo eigentlich, da sieht man so die Gesellschaft korrigiert, oder? Also auf der einen Seite passiert das dann über Eltern und über Verwandte, die dann sagen, was? Also, ah, du läufst in rosarot rum. Und auf der anderen Seite passiert das dann eben auch unter die Peers, also im Peer-Vergleich. Jetzt ist es so, dass natürlich wir das von Anbeginn lernen. Wir lernen das von unseren Eltern als Vorbilder, also wo schon die Mutter oder der Vater merkend vor dem Spiegel steht und sagt, oh, ich habe schon ein Bierränzchen bekommen und oh, ich muss da wieder mal ein bisschen schauen. Oder die Mutter, die sagt, ich esse nur ein Salätchen, weil am Abend gibt es noch ein Raclette, gell? Alles so Sachen lernen wir implizit und explizit zu wissen, sagt man. Implizit heisst, es werden irgendwelche Werte vorgelebt, wie zum Beispiel, wer an einem Ideal entspricht, ist beliebter, zum Beispiel. Das ist so ein Implizites, also das, was über Social Media ganz stark verbreitet wird, im Sinne von, wenn du gut aussiehst, bekommst du mehr Likes. Was ich das? Das ist implizit. Und explizit werden eben so Halbwissen verteilt, wie beispielsweise ein schlanker Körper ist ein gesünderer Körper. Das stimmt hin und vorne nicht, oder? Aber so entsteht auch explizites Wissen in unserer Gesellschaft. Und das heisst, wir lernen sozial zusammengefasst, oder? Und auf diesen zwei Ebenen. Und mega viel auch im Unterbewusstsein, oder? Wo es einfach. Ja, und das ist im Fall auch noch sehr gut, dass du das gerade sagst, weil das ist mega entscheidend. Wir lernen ganz viel übrigens über Bilder. Also ich habe vorhin von Vorbildern und expliziten Aussagen gesprochen, aber das meiste passiert bei uns auch über die Wahrnehmung von unserem Umfeld. Also beispielsweise eben über Bilder, die in den sozialen Medien geteilt werden, die sonst in den Medien geteilt werden, lernt unser Hirn, was ist normal. Also was ist ein normaler Körper? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was ist ein normaler Mannenkörper, dann stelle ich mir nicht die Vielfalt von allen meinen Männern in unserem Umfeld und Kolleginnen und Kollegen und Familie vor, sondern ich muss mich ja irgendwie, was ist das meistgelernte Bild? Ist irgendein Bild aus einer Werbung, oder? Irgendein gestellter Körper und irgendwie trainiert und retuschiert und gefiltert und weiss der Gucker was. Das heisst, ich kann eigentlich, wenn ich an normal, auf Anführungszeichen, Körper denke, automatisch die gelernten Bilder zur Verfügung. Das heisst, je mehr Bilder ich in einer gewissen Norm lerne, desto mehr lernt mein Hirn, das ist ein Körper. Das ist ein normaler Körper, weil das ist das, was er am meisten gesehen hat, oder? Weil mein Hirn hat noch nicht ja, so viel Auswahl an Männern vielleicht in dieser Art gesehen, dass eine riesige Referenz hat. Das heisst, es muss sie ja von irgendwo nehmen. Und so funktioniert das nachher. Das heisst, unser Hirn lernt und speichert Bilder und aus dem heraus formieren wir uns nachher so eine Vorstellung, das ist ein normaler Körper. Auch wenn das eben nicht ein normaler, Anführungszeichen, Körper ist, sondern ein idealisierter, stereotypisierter Körper. Ja. Ja, und das halt dann auch einfach abgespeichert ist. Und man kann ja nicht einfach einen Knopf drücken, resetten und sich wieder mit dem, was man eigentlich lernt, im gesunden Erwachsenen, ja, dann einfach dann so weiterleben, sondern es ist ja dann alles irgendwo einfach da noch vorhanden. Darum genau, und das ist das, du beschreibst gerade so das Bild, du sagst, ein gesunder Erwachsener. Du bedienst dich da gerade an einer schönen Formulierung, das referenziert ein bisschen auf die Anteilslehre, nennt man das, dass wir alle so ein bisschen verschiedene Anteile in uns innen haben. Und ja, in Bezug auf Körper haben wir ganz stark einen gesellschaftlich sozialisierten Anteil, auch oft eine Gesellschaftsstimme verinnerlicht, wo auch so Mythen und Halbwahrheiten uns immer wieder um die Ohren haut. Innerlich sogar. Also nicht nur explizit, sondern auch innerlich. So etwas wie, oh nein, ich sollte jetzt aber nicht noch einen zweiten Dessert nehmen. Nein, das gehört sich ja nicht. Nein, Tanja schläft, dir noch einen zweiten Dessert zu nehmen. Das ist dann unsere innerliche Stimme, wo wir so gut gelernt haben, wo uns da irgendwie verteidigt, dass wir ja zu unserem Rudel dazu gehören müssen. Genau. Ja, voll.
Jetzt haben wir vor allem über die sozialen Medien auch noch geredet. Wir haben einen kleinen Aufruf gemacht in unserer Community zu dem Thema, was ich in dem Podcast besprechen soll. Und dort hat Riele uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich würde die gerne schnell zeigen. Und dann mega gerne, ich bin gespannt. Ich habe es mega stark gefunden, dass du die Story gepostet hast zum Thema Beachbody. Und haben mir jetzt lange überlegt, ob ich soll einen Input dazu geben und habe gedacht, ich mache es jetzt einfach. Und zwar ist es so, dass ja, das Thema ja schon relativ lang immer wieder ein Thema ist in den sozialen Medien. Und ich finde es aber auch spannend, also das sind jetzt einfach meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Vielleicht noch ein bisschen mehr hinten, also Background-Infos. Ich habe eine Stoffwechselstörung. Was dazu was passieren kann, ist, dass ich dadurch einfach relativ auch viel Gewichtsschwankungen habe und habe jetzt innerhalb von den letzten 4 Jahren 10 Kilo zugenommen dadurch. Und es ist wirklich so recht spannend, dass es nicht nur im Kontext von Social Media einem immer eingetrichtert wird, wie man es ausgesehen hat, sondern halt einfach an Ort, wo man das Gefühl hat, dass es also könnte ganz schädlich sein, wenn man das macht, und zwar beim Arzt, also beim Arzt oder auch bei einer Ärztin, sei es jetzt ein Spezialist, Spezialistin oder einfach auch Hausärztin, Hausarzt. Oder ich habe auch schon mal von einem Psychiater habe ich mir müssen anhören, dass ich übergewichtig bin. Und zwar passiert das immer auf eine sehr subtile Art und Weise. Es ist natürlich, man wird nie sehr offensichtlich damit konfrontiert. Und das finde ich fast problematischer. Das Interessante ist, ich persönlich kann bei Social Media kann ich das wie ignorieren und finde, ja, es ist halt einfach Social Media. Aber halt, wenn man in seinem Alltag von Fachpersonen halt gesagt bekommt, dass man halt einfach weniger Kilos auf der Hüfte sollte haben, finde ich das relativ problematisch. Oder halt einfach auch subtil von Bekannten oder sonst Kollegen irgendwie sich so Sachen anhören, finde ich es relativ schwierig. Ich finde auch so in Bezug auf den Sport, ich bin eine Person, die mich relativ viel bewegt. Ich tue klettern oder ich klettere im Moment relativ viel. Und surfen halt immer wieder, und das ist halt einfach so, wie ich aussehe, ist nicht das klassische Bild, das man von einer sportlichen Person im Kopf hat und ist dann ganz erstaunt, beziehungsweise hat dann das Gefühl, es geht wie nicht auf. Also die Person bewegt sich, ist aber trotzdem leicht übergewichtig, und das finde ich ist ganz, 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 also ja, einfach, ich persönlich finde es sehr eine problematische Entwicklung generell im Sport, dass man so ein bisschen das Bild hat von einer sportlichen Person und dass jemand, der eben leicht übergewichtig, stark übergewichtig ist, nicht genau so leistungsfähig oder sportlich kann sein. Genau, das ist auch noch so mein Input, den ich dazu habe. Bei der Driele geht es ja vor allem darum, dass sie durch ihr Gesundheitsbild oder durch das, was sie hat jetzt, oder mit sich mitträgt, wo wir ja alle so etwas haben, oder? Halt noch den Konflikt auch ein bisschen hat mit dem Gesundheitswesen. Und das ist das, wo mich eigentlich, also ich bin mega dankbar, hat sie sich gemolden, weil ich aus meiner Wut von dem Social Media Teil gar nicht darüber ausgedacht habe und das eigentlich noch viel schockierender finde als die sozialen Medien, weil dort können wir ja mega bewusst entscheiden, wie viel wir konsumieren. Vielleicht lernen wir irgendwann mal auch ein zu unterscheiden, was realistisch ist und was nicht. Wenn man jetzt aber in dem Safe Space hockt und ich mir das jetzt vorstelle, dass ich mich überwinde, zu einer Psychologin zu gehen oder zum Arzt. Und das stelle ich mir noch viel heftiger vor, oder? Also du beschreibst etwas mega Schönes und ich bin gerade eure Followerinnen ultra dankbar, dass sie das so teilt, weil das erleben ganz, ganz viele, die nicht an einer, ja, ich sage es mal, an einer Idealnorm, wer entspricht schon der, entsprechen.
Gerade gewichtstechnisch, ganz konkret, ist das extrem krass. Das nennt man Gewichtsstigmatisierung, was sie jetzt erlebt. Und zwar Gewichtsstigmatisierung ist genau, dass jemand aufgrund, nicht aufgrund von seinem Verhalten, nicht aufgrund von, dass irgendetwas richtig, falsch, irgendwas macht, sondern aufgrund von seinem Erscheinungsbild, also eben am Gewicht, oder? Das Gewicht sagt nichts über den Gesundheitszustand aus, aber aufgrund von dem eigentlich schon stigmatisiert wird. Also, dass irgendetwas unterstellt wird, so etwas wie du machst keinen Sport oder du ernährst dich falsch oder irgendwas, dass es immer eine gewisse Selbstverschuldung impliziert wird. Das ist mal so das Zentrale, was passiert, oder? Und das passiert leider einfach enormst viel. Ich erlebe ganz, ganz, ganz viele Menschen, gerade in Bezug auf Hochgewicht, wo permanent stigmatisiert werden durch Ärztinnen und Ärzte, durch medizinische Fachpersonen, durch eben, es schockiert mich, dass sogar der Psychiater geschafft hat, aber das ist auch nicht selten. Und zwar aus einem riesen Missverständnis. Und zwar das zentralste Missverständnis in dem Ganzen ist, dass man aufgrund vom Erscheinungsbild, also aufgrund vom Gewicht von einem Menschen, kann beurteilen, wie gesund das der Mensch ist und kann beurteilen, wie sein Gesundheitsverhalten ist. Und das ist einfach schon mal absoluter Crap. Weil per se entscheidend für unsere Gesundheit sind ganz andere Faktoren. Und zwar unser Gesundheitsverhalten. Also wie ist unser Essverhalten, wie ist unser Bewegungsverhalten, wie ist unsere psychische Gesundheit. Dann unsere Umgebungsfaktoren, wie zum Beispiel, wie ist unser sozioökonomischer Status. In was für einem Kontext sind wir sozialisiert. Also beispielsweise haben wir eine Traumatisierung, eben haben wir psychische Erkrankungen dahinter. Also es gibt x-tausend Faktoren, die zu einem Hochgewicht führen können, beziehungsweise halt auch einfach Genetik. Also 65-85% von unserem Erscheinungsbild ist einfach Genetik. Also das heisst, das ist einfach schon mal per se ein riesen Missverständnis in der Medizin, wo leider immer noch so verstanden wird. Und das macht mich ganz oft ganz fest hässig. Und ich glaube, wir dürfen auch ruhig ein bisschen mehr hässig sein in unserem Leben, weil das macht mich enorm hässig, was nachher nämlich das Resultat ist. Ist genau das, was sie erlebt. Es wird gar nicht gefragt, wie geht es ihrem Sportverhalten, sondern es wird impliziert, dass sie keins hat oder dass sie sich wenig bewegt. Obwohl die Leute wissen, dass sie eine Stoffwechselerkrankung hat. Also du kannst noch so mit dem Hashimoto beispielsweise, du kannst noch so trainieren und so weiter, das wird dir nicht angesehen. Auf dieser Art und Weise, wie es vielleicht ein Mensch ohne ihre Stoffwechselerkrankung würdest angesehen, der einfach in diesem Level trainiert, oder? Und das ist das, was mich extrem hässlich macht. Weil, die Folge ist folgende. Was passiert mit jemandem, der die ganze Zeit aufs Gewicht angesprochen wird? Das heisst, es wird die ganze Zeit impliziert, du musst doch eigentlich etwas anderes machen in deinem Leben. Es kann doch nicht sein, dass du so bist, wie du bist so nicht gut, wie du bist. Und jetzt führt das zu ganz einfachen Folgen, die aber dramatisch sind. Und zwar, das kann auch ganz einfach passieren, dass man sich auch nicht mehr so mag zum Arzt begeben, weil es einfach anscheisst. Man macht nicht jedes Mal die gleiche Diskussion führen, dass man beispielsweise mit einer Migräne bei dieser Ärztin hockt und nicht möchte über das Gewicht diskutieren und die Ursache für die Migräne leider einfach auch nicht das Gewicht ist, sondern man würde gern behandelt und abgeklärt aufgrund von Migräne werden. Und das erleben ganz viele mit Hochgewicht, erleben so Aussagen wie, ja, müssen Sie halt Gewicht verlieren, dann wird es Ihnen schon besser gehen. Per se, oder? Schon mal eine schlimme Aussage. Und dann auch eben die immer wieder ansprechen darauf, bedeutet halt einfach, hey, was mache ich nachher? Ich gehe einfach nicht zum Doktor, weil hilft mir ja eh nichts, weil die Aussage wird sein, wir müssen halt Gewicht verlieren. Also das heisst, das ist auch wirklich eine dramatische Folge, weil das führt nachher zu einer Unterversorgung, oder? Das heisst, es wird auch eine Frühdiagnose, beispielsweise eine Krebsdiagnose, weniger gestellt. Und, und. Und das ist für unser Gesundheitssystem natürlich fatal. Und jetzt können wir uns auch vorstellen, wie dann auch so Zahlen sehr schnell, also ich tue da nicht Statistik nur hinterfragen, sondern es geht einfach um Empirie generell über Studien, wo wir wissen, wie stark Gewichtsstigmatisierung auch wirklich ein Gesundheitsoutcome hat. Weil, wenn ich mich stigmatisiert fühle, dann kann es auch sein, dass ich mich gar nicht mehr zumutbar für die Gesellschaft fühle. Psychische Erkrankungen steigen, Suizidrate steigt, Substanzmissbrauch steigt, starkes Diätverhalten steigt und, und. Alles Faktoren, soziale Isolation, bis zu, eben, ich gerade nicht mit Body. Ganz ein banales Beispiel. Eine Mami beispielsweise, wo findet, ihren Körper darf man nicht zeigen in einem Bikini. Was macht die? Die geht natürlich mit ihren Kindern nicht gerne mit Body. Sprich, die Kinder gehen auch nicht in die Body und es hat intergenerationale Folgen, dass die Kinder dann eben auch einen unnatürlichen Bezug zu Körper und Bewegung und so weiter entwickeln.
Also du siehst, es ist ein riesiges Thema, das, was deine Followerin vorher formuliert hat. Ich habe leider den Namen vorher verpasst, Entschuldigung. Really, ja. Genau, hat wirklich, also ich verstehe sie mega gut, es schießt wahnsinnig an und dort braucht es Fachpersonen und auch eben medizinische Fachpersonen, die mit einem Ansatz arbeiten, das nennt man Health at Every Size, also mit einem Konzept arbeiten, wo es eben darum geht, Gesundheitsförderung in allen Gewichtsklassen genau gleich zu unterstützen, unstigmatisierend und unausschliessend. Also. Und das ist halt das, was mich, ja, es macht mich mega, mega hässig und ich finde einfach, es kann nicht sein, dass man sich sogar in dem, eben du hast von Safe Space gesprochen, dass man sich sogar beim Arzt, bei der Ärztin eigentlich dem medizinischen Missverständnis die ganze Zeit muss stellen. Ich meine, sie sagt ja, sie hat eine Stoffwechselerkrankung. Also wie absurd ist das, oder? Also das tut mir wahnsinnig leid und es macht mich gleichzeitig einfach hässig. Was hättest du denn für einen Tipp jetzt aus psychologischer Sicht? Weißt du, vom Umgang her, vielleicht können wir noch das Ganze ein bisschen aufmachen, weil es ist ja einerseits eben der Safe Space, ist ja eben zum Beispiel auch vielleicht die Psychologin oder der Arzt. Was mir aber bei uns jetzt oder in meiner Tätigkeit mit Chicks on Board auch, was ich unglaublich viel höre und selber auch Gogo schon erlebt habe, ist, dass man es auch in der Passion, also in diesen ganzen Safe Spot, wo man sich selber generiert, oder? Also, ich würde jetzt mal behaupten, wenn man eine tiefe Passion hat, dann ist das ja ein Zufluchtsort. Dort geht man gut Energie holen, man probiert den Alltag ein bisschen auszugleichen und so. Und das sind auch Orte, wo man sehr, also wo ich persönlich auch sehr dünnhütig bin, oder? Wenn jetzt etwas Negatives. Ja. Also dort, vielleicht auch um ein paar Beispiele zu nennen, wo sicher ein paar, die uns jetzt dazu hören, auch schon erlebt haben, oder wo die irgendwie dich an eine Wanderung anmeldest und das Erste, was du hörst, ist irgendwie, ja, du musst in den Berg aber schon raufkommen, oder das letzte in Portugal gehört, wow. Mega gut gefunden habe. Bin im Wasser mit einem Surfguide und er hat mir im Ernst gesagt, hey, die Welle hättest du gar nicht abpaddeln müssen, weil mit deinen Armen, das schaffst du eh nicht. Und es sind alles so Sachen, weißt du, super ja. Niederschwellig. Ja, sehr, sehr, das ist ja meistens, es ist sehr niederschwellig. Hast du da irgendeinen Tipp, weißt du, jetzt vielleicht auch von deiner Person oder aus deiner Persönlichkeit aus, aber wie kannst du sagen, hey, wenn das passiert, mach das oder gib das zurück? Ja, oder? Also ich finde, es kommt immer darauf an, wie fest ist deine Verwundung? Also im Sinne von, wie vulnerabel bist du in einem Thema? Je nach, also auf der einen Seite ist, wie vulnerabel bist du in einem Thema? Also was bringst du für Traumatisierungen, für Erfahrungen mit? Dann gehst du auch die Frage, wie ist dein aktueller Zustand? Also weißt, magst du zum Beispiel in eine Konfrontation gehen oder geht es nur um Self-Care in diesem Moment? Ich finde immer, es ist die Frage, wo stehst du mit deinem Thema? Also es gibt natürlich Sachen, wo ich vielleicht völlig anders würde reagieren als jemand, der noch voll gerade im Thema drin ist, oder? Wo ich einfach wie soll ich sagen, also vielleicht gewisse Sachen wie durch erlebt habe, wo ich wie finde, hey, da spult sich ganz schnell ein Schutzprogramm ab oder so etwas. Grundsätzlich finde ich, wenn man sehr, sehr fest, wie soll ich sagen, sehr fest traumatisiert ist, zum Beispiel in diesem Bereich, auch sehr viel Verletzung mitbringt, dann empfehle ich einfach möglichst Safe Zone. Also möglichst, wenn du zum Beispiel eben jetzt, nehmen wir das Beispiel von dem Sport, also von dieser Wanderung, oder? Und du weißt schon, shit, es mag wie nichts leiden, weil es wird mich gerade sofort killen, wenn so etwas kommt, dann ist es auch wichtig, dass du dir vertraute Leute mitnimmst, dass du dir einen Schutzraum gewährleistest, dass du dich nicht in dem Sinn einfach in die Höhle Löwen, blöd gesagt, stürzt, sondern dass du wirklich auch schaust, es kann passieren, oder? Und dass man sich dann wie schützt. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man individualpsychologisch daran arbeitet, was verletzt mich, was passiert und wie kann ich selber meine Verletzung, wie kann ich mich schützen vor Verletzung, aber auch wie kann ich die Verletzung, also die Gefühle, die in dieser Verletzung passieren, auch regulieren. Also was mache ich, um mich zu schützen, um mich abgrenzen, und. Das finde ich in einer Psychotherapie einfach oder in einer psychologischen Beratungssituation sehr, sehr dienlich, dass man so etwas verarbeitet. Wenn man auf der Ebene steht, dass man einfach findet, es nervt. Also es hält mich nicht total so, okay, ich finde einfach, es nervt, es ist unabbracht. Dann finde ich, ist auch immer die Frage, wo stehst du? Hast du Lust zum Kämpfen? Hast du Lust zum, also weißt, hast du deine Energie? Also schau zuerst auf dein Energielevel. Also wie viel Energie bringst du gerade mit? Jeder Kampf braucht viel Energie. Also das heisst,
ich finde es super, man darf einfach auch mal hässig sein. Man darf mal mit Humor reagieren. Man darf mal mit einer Gegenfrage reagieren. Man darf irritiert reagieren. Man darf alles. Wichtig ist, halt dich nicht zurück, wenn du nicht das Bedürfnis hast. Wenn du dich zurückhaltest, dann halt dich nur zurück, um dich selber zu schützen. Also wenn du gerade merkst, Energielevel gerade am Boden und es geht gar nicht und ich mag gar nicht mit dem Idiot, der so einen dummen Kommentar macht, mag ich überhaupt nicht ins Gespräch gehen. Du darfst dich einfach umdrehen und sagen, hey, im Fall, so mag ich keine Wanderung. Merci, tschüss. Oder ich muss nicht durchstehen. Und das andere ist auch, wenn du gerade magst, und da möchte ich alle motivieren, die gerade Kraft mitbringen, weil denkt immer daran, die Kraft, die ihr in dem Moment einsetzt, helfen auch anderen. Und wenn man gerade merkt, hey, ich habe Kraft und ich will gerade sagen, hey, nein, ist im Fall nicht easy, dann sag's, es ist im Fall nicht easy. Und ich will nicht aufgrund von meinem Erscheinungsbild gewertet werden. Und du kennst meine Geschichte nicht, ich kenne deine Geschichte nicht. Und du hast nicht das Recht, so etwas zu sagen. Und auch wirklich, bist du dir eigentlich bewusst, was du mit dem auslösest? Du willst eigentlich einen coolen Tag mit uns verbringen und das Erste, was du machst, ist mich diskriminieren. Ich sehe den Grund von dem Ganzen im Fall nicht. Ja, und vielleicht bist du mal anders drauf und findest, jetzt solltest du einen dummen Spruch machen. Auch gut. Also wichtig ist einfach, schau bei dir, was macht es mit dir, was brauchst du in dem Moment und welche Kraft bringst du auch mit. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich Hilfe sucht. Also, dass man auch mit anderen darüber redet, andere mit an Bord holt, auch wenn man sich gerade nicht wohlfühlt. Und auch wirklich, ja, so Sachen thematisiert. Und was ich auch wichtig finde, ich rede und rede und rede, aber was ich auch wichtig finde, ist, dass man, gerade wenn man in einem Kontext ist, in einer Branche, und man merkt, hey, also genau so, wie ich es jetzt eben mache. Das finde ich das Schönste, dass man eben aufklärt, dass man reflektiert, auch in einer Branche darüber, dass man auch bereit ist, mit den Mitarbeitenden, mit den Kolleginnen und Kollegen das Gespräch zu führen, hey, wie wollen wir eigentlich mit dem umgehen? Was wollen wir für einen Umgang miteinander? Was ist uns wichtig? An was machen wir fest, dass wir uns wohlfühlen oder dass wir uns nicht wohlfühlen? Und das aufgrund von allen möglichen Diskriminierungsarten. Und was bedeutet das inklusives Miteinander? Und das manchmal vielleicht auch wieder in den Fokus nehmen, meinst du, dass man das wieder in die Kommunikation einbauen kann und sich so vielleicht auch gegenseitig stärkt. Also, ja, weil es geht um eine kritische Auseinandersetzung damit und es geht darum, dass man eine Haltung findet. Und wenn man das nicht anspricht, dann wird sich das nicht ändern, oder? Also das heisst, wir müssen anfangen, Haltungen finden, Haltungen ausdiskutieren. Das ist wie Antirassismus. Wir müssen als Gesellschaft anschauen und sagen, ja, wir sind rassistisch sozialisiert, wie gehen wir mit dem um? Und wir sind auch gewichtsdiskriminierend sozialisiert, wie gehen wir mit dem um? Und wir sind auch ausschließend sozialisiert. Und das sind alles Sachen, die wir als Gesellschaft aushandeln, diskutieren und auch Stellung nehmen. Also weißt du, auch Positionen ergreifen, so wie du es jetzt gerade machst. Und das ist genau das, was ich so wichtig finde, oder? Sagen, hey, es macht mich hässig. Das kann doch nicht so sein, oder? Und wenn das niemand anspricht und alle einfach finden, ja, es ist halt so, man darf das und es ist halt easy, so wird es einfach immer mehr verletzen und verletzen und macht einfach die Menschen krank. Ja. Merci viel mal, dass du dir die Zeit genommen hast, Arunja. Ich habe dir vorher in unserem kleinen Gespräch oder Vorgespräch schon gesagt, wie fest stolz ich bin, dass du da bist und dass du irgendwie einfach super spontan. Ich meine, wir haben letzte Woche geschrieben und jetzt hocken wir da und du hast dir einfach schnell 45 Minuten Zeit genommen. Mega gern, von Herzen. Mega viel und ich tue auch gerne auch in den, ich glaube, man sagt in den Show Notes oder wie auch immer, also in dem Text und an dem Podcast dich verlinken. Ich glaube, du bist schon super ausgebucht, aber vielleicht kann man sich von dir inspirieren lassen oder mit dir Kontakt aufnehmen, genau. Ja, einfach melden. Ich versuche immer alles möglich zu machen. ich glaube, Abgrenzung ist so ein Thema. Aber ich gebe mir immer mega Mühe, dass ich auch viele Plätze kann schaffen kann, auch Beratungsplätze, aber auch, dass ich vielleicht auch triagieren kann oder so Leute empfehlen oder Material empfehlen. Also man darf sich immer melden, wenn man irgendwas anliegen hat. Und ja, ich möchte mich mega bedanken, dass ihr euch an dem Thema annehmt. Ich finde es mega cool. Und ich möchte wirklich noch betonen, ich glaube, wir dürfen wirklich auch mehr mal hässig sein und nicht uns immer alles an allem stellen und alles easy finden. Und das finde ich auch schön, dass du dann auch Platz gibst. Merci viel mal. Nach dem Gespräch mit der Ronja habe ich das Gefühl, es ist schon viel mehr Bewusstsein da, wo der Ursprung herkommt von dem Problem. Und wie wir vielleicht alle auch ein bisschen besser können mit dem umgehen. Jetzt wollte ich aber noch eine zweite Meinung einbinden, und zwar in Bezug auf die Ernährung
wobei sich Céline Matter von Comp Eat Nutrition Zeit genommen hat für die letzten drei Fragen. Céline, wie stehst du zu solchen Werbungen, die einem eigentlich in wenigen Tagen zu dem perfekten Beachbody verhelfen sollten? Und kannst du uns vielleicht noch in Bezug zu deinem Fachwissen sagen, was so unglaublich schwierig ist, also Aussagen? Vielleicht gerade vorweg, ich finde, der perfekte Beachbody gibt es sowieso nicht, sondern man soll einfach mit dem Körper, den wir haben, ja, zufrieden sein und ein Selbstbewusstsein können aufbauen können, um einfach auftreten, weil das Aussehen ist ein Punkt, aber es gibt so viel mehr wichtige Punkte. Und zu der Werbung, ich finde das unglaublich schwierig, weil es einerseits eine mega Erwartungshaltung auslöst, dass man das Gefühl hat, man muss dem bestimmten Körperbild entsprechen. Das Zweite aber auch eine Erwartungshaltung im Sinne von, dass es möglich ist, in kurzer Zeit viel Gewicht abzunehmen und im Idealfall auch noch zu halten. Und das ist effektiv nicht so. Ich erlebe in den Beratungen so viel, dass Klientinnen und Klienten Ernährungsumstellungen können machen, ihre Lifestyle können ändern und dann auch wieder Schritt für Schritt können Gewicht abnehmen. Aber das braucht häufig so viel länger, bis sich auf der Waage auch mal würde zeigen. Und viele sind dann gerade verunsichert, weil sie eigentlich umstellen und es gut machen, aber die Waage das nicht zeigt. Und ich finde, dort ist so viel wichtiger, können darauf zu schauen, was verändert sich denn sonst im Körper, oder? Habe ich einen besseren Schlaf? Habe ich eine bessere Verdauung? Habe ich einen regelmäßigeren Zyklus? Und so weiter, dass man den Erfolg eben auch mal so messbar macht. Und vielleicht auch gerade das Wohlbefinden, wie wir uns in unserem Körper fühlen, hat ja auch damit zu tun, wie geht es mir gerade. Und wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe und irgendwie bleibe, die Verdauung ist nicht gut, ich habe schlecht geschlafen, dann habe ich auch weniger Selbstbewusstsein und tue mich eben auch weniger gerne zeigen in einem Bikini am Strand möglicherweise. Und wenn man sich gut fühlt, dann ja, ist es viel einfacher, mit einer gewissen Haltung dann auch in einem Bikini unterwegs zu sein. Ja, das kenne ich also nur zu gut. Ich glaube, das geht allen ein bisschen ähnlich. Aber manchmal ist es wie schwierig, um es wie können, so distanzieren, oder? Was ist jetzt genau das Problem, oder was ist jetzt genau die Ursache, dass ich mich nicht wohlfühle? Ganz wichtiger Punkt. Also, das ist wirklich die Reflexion auch, die ein bisschen tiefer geht. Oder was ist denn mein Bedürfnis? Was ändert sich, wenn ich jetzt ein gewisses Körpergewicht würde erreichen? Oder was ändert sich, wenn ich den Beachbody habe, den ich möchte? Bin ich dann wirklich eine andere Person? Fühle ich mich anders? Oder müsste ich nicht eigentlich an meiner Einstellung ja, etwas verändern, anstelle von Gewicht? Mega spannend, weil das haben wir vorher von der Ronja ja schon ein bisschen gehört. Und vielleicht noch zu etwas anderem. Ich glaube, wir sind ja schon alle irgendeiner Diät verfallen oder irgendeiner Essgewohnheit, wo man wie auch manchmal merkt, dass man dem dann auch gleichzeitig gar nicht gerecht werden kann. Weil es eben wie zum Teil auch gar nicht so mega realistisch ist. Was sind deine Erfahrungswerte und was wünschst du dir in Bezug zu uns Frauen, wenn es um das Thema Ernährung geht? Vielleicht auch gerade im Fokus ein bisschen zum Sport und zu Frauen, die halt auch in den sportlichen Feldern unterwegs sind. Mehr vom Kopf wieder in den Körper zu gehen. Wir sind so kopfgesteuert mit Informationen, die auf uns einprasseln, Tag ein, Tag aus, über Social Media, über wie andere Personen über sich, über ihr Essen oder dann das von anderen Personen noch besser reden. Dass wir viel zu häufig vergessen oder nicht mehr wahrnehmen, wie gut es uns eigentlich geht. Habe ich Hunger? Wie fühlt sich Sättigung für mich an? Was sind so meine eigenen Hunger- und Sättigungsgefühle? Aber auch, habe ich jetzt gerade Lust drauf oder esse ich das nur, weil es gerade da ist, das Klasse? Oder habe ich jetzt wirklich das Verlangen und das tut mir gut und ich kann es genießen? Also eigentlich, mit welcher Herangehensweise begegnen wir Essen? Oder ich sage nicht, dass irgendein Lebensmittelverbot ist in der Beratung. Und ich betone das immer ganz, ganz häufig. Aber dass es darum geht, nicht einfach zu sagen, okay, ich kann jetzt alles essen, jetzt esse ich nur noch Schoki, sondern auch überlege, okay, wenn tut mir die Schoki jetzt gut und wenn würde mir etwas anderes vielleicht auch besser gehen. Ja, das würde ich mir vor allem wünschen, dass man wieder zurück zum eigenen Körpergefühl fühlen kann. Weil der würde uns eigentlich sagen, was er braucht. Und auch gerade beim Sport, ich habe mir so schnell das Ziel vor Augen, die Leistung, die man erreichen möchte, und versuche dann, das eigene Training oder das extra Training einzubauen, wo der Körper schon längst sagt, hey, ich mag nicht mehr, ich regeneriere nicht mehr gut, dass man die Warnsignale dann auch beachten kann. Und was sind so deine Tipps für mehr Wohlbefinden in Bezug zum eigenen Körper oder in Bezug zu der Ernährung? Also du hast es schon ein paar erwähnt, aber vielleicht hast du noch zwei, drei mehr, wo wir so vielleicht in unseren Alltag noch einschliessen könnten.
Ich tue ja gerne Leute reflektieren lassen, wie sieht denn der Tag aus oder was sind denn Situationen, wo sie in gewisse Verhaltensmuster reinrutschen, zum Beispiel gerade wenn es ums emotionale Essen geht, Essen aus Langweil, wie tut sich das im Verlauf des Tages zeigen, so quasi in der Form von einer Spannungskurve zum Beispiel, wie hoch ist meine Anspannung, wo man dazu einen gewissen Punkt dazu führt, dass ich in das Essen reingehe, kann ich vorher mal gegensteuern? Gibt es etwas, was man vorher gut tut, damit ich überhaupt nicht erst zu diesem Punkt komme? Oder kann ich mir irgendwie Verhaltensgewohnheiten angewöhnen, wo ich dann als Alternative nehmen kann in dem Moment? Schlussendlich beobachte und so nicht im Beobachten im Sinne von wie viele Kalorien, was für Nährstoffe nehme ich zu mir, sondern wie geht es mir im Verlauf des Tages und welches Essen tut sich wie auf mein Befinden auswirken. Und wahrscheinlich weniger ist mehr versuchen auszublenden, was rundum alles kommt. Und das ist unglaublich schwierig. Wir leben in einer Diätgesellschaft, wo das Tag in Tag aus ein Thema ist. Aber ja, versuchen doch schon die Klappen anzuziehen und auf sich selber zu schauen. Heute die Tipps von der Selin, die nehme auch ich mega fest für mich mit. Denn etwas darf wirklich gesagt sein. Wir haben alle einen Bezug zu dem Thema. Wichtig ist aber, wie wir alle mit dem umgehen. Falls du also mal magst und Energie hast, darfst du auch wirklich mal verrückt sein und dementsprechend reagieren. Und umso schöner fände ich es, wenn wir auch gegenseitig füreinander einstehen. Vielleicht, wie Tronja gesagt hat, auch uns selber mal ein bisschen hinterfragen. Weil viel von dem Crap, wo uns eigentlich so fest tangiert, ist tief verwurzelt in unserem Denken und Verhalten drin. Das ist viel Arbeit, um das aufbereiten, und falls du das Gefühl hast, du kannst das nicht allein, findest du in den Shownotes unten nochmal den Kontakt von der Ronja und der Selin. Hilfe holen ist wichtig und umso wichtiger ist das unbeschwerte Erleben. Darum hoffe ich, dass nach dem Podcast auch du wieder ein bisschen zurück zu dir findest. Dein Bikini, den Body rockst und deine Passion in deinem Körper ganz fest feierst. Lass uns mega gerne eine Bewertung da, wie du den Podcast gefunden hast. Und schick den Podcast auch mega gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter, wo du das Gefühl hast, dass sie den hören müssen. Und denk dran, so wie du bist, bist du super. Ich sage bis bald und wünsche dir weiterhin einen schönen Sommer.